Also kann dir helfen, genau. Kann Hand anlegen, dann Penis und Transport ist das Paket, weil, naja, Paket transportiert. Bosche Backerl-Typ. Backerl. Wer kann denn sowas? Ach, diese. Oh, diese kleinen Pinguine können sowas. Ach, du hast schon so einen hingetan? Nee, bei dir ist es der Fuhr, kann das. Sehe ich gerade. Der kann das auch Oh, ich verhungere transportieren. gerade, weil ich kein Essen mehr habe. In dem Futtertrog. Ja, bis dahin bin ich tot. Und? Es bleibt bei einem stehen. Nee. Ja. Stirb doch. So, ich hätte Mats für so eine Dingkiste holen sollen. Okay, ich habe jetzt. Ach so, ich denke mir, wo sind denn meine hin? Die helfen dir da. Ich wollte schauen, ob die ihre Arbeit machen. Weil die sind dafür da, dass sie sammeln. Das Einsammeln hier. Wir müssen es ja auch gar nicht so weit tragen, sehe ich gerade. Der Fuhr kann echt gießen, kann der Hand. Der Typ ist selbstzerstörerisch, finde ich gut. Dann ist er hier richtig. Okay, du siehst, ich habe noch ein paar mehr ausgepackt. Naja. Pack eure. Wie viel auch immer du von den scheiß Pinguin hast, Mann. Alle. Ich habe ganz viele. Ich wollte eigentlich nur Pinguine. Jetzt stört dein scheiß Quarkfuzzi da. Der passt nicht dahin. Ja, pack ihn mal weg. Aber. Ja, aber dann gehört er mir. Ist mir egal. Dann tue ich mal dahin. Weil ich tue dann lieber noch so. Ich habe jetzt vier drin, ich habe noch drei. Dein Tombat. Wir brauchen noch Tombats. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ja, doch, die sind dafür gar nicht so verkehrt. Was haben die für ein Skill? Die haben Bergbau 2. Könnte es Bergbau 1 sein? Nicht klar, oder? Schon. Diese Kativas können es ja auch. Ich dachte, die können nur Stein. Ich probier mal. Ich habe ja ein paar von denen hier. So, hier, dann mach mal. Das ist eine Riesensammlung. Okay, die tragen das zumindest. Ach, die tragen das auch. Okay. Boah, ein bisschen weiter rauszoomen, wäre so toll, wäre so schick. Ja. Jo, die ganze Armee kommt hier. Geil, dass diese Dinge auch mitleveln. Also, die immer. Ich hoffe, den gleichen Levelstatus haben, diese Box. Wenn ein Level die andere. Tun es auf den Kopf tragen, wie knuffig die Pinguine. So auf den Kopf balancieren, so wie der TikTok-Tanz. Oh mein Gott, wie geil, Stein, alles auf den Kopf. Ja, genau, Bumpy Ride, ja. Oh lol, das schaut so heiß aus. So heiß, geil, knuffig. Aber die anderen sammeln nur, die machen nichts. Also die können halt nicht, glaube ich, eisen. Die Füchse da, also die Füchse, die Pinken da.
So, ein Bett muss noch. Okay, dann können sie ja nicht mal irgendwas anders machen. Haben wir jetzt hier drin? 128, okay. Ja, aber die tun ja das hier nicht abbauen. Was ist das? Hier sind doch noch welche. Vier Erze. Tommys, macht mal. Ach, hauen die sich jetzt hin, oder was? Nee, die. Mann, die. Geht eine schon mal depressiv. Dieser Pal arbeitet ganz schön langsam. Dieser Pal ist gesund und munter. Hä, wieso tun die das da unten nicht? Es kann nicht sein, du jetzt 5 Meter neben der Box ist, oder? Tu ich mal die wieder weg. Die sind nur verwirrt. Oder wieso hast du einen Schaf von dir hin? Absichtlich? Nee. Den habe ich aus Versehen gezogen, gut, sorry. Dann, die haben die jetzt nur so freigeräumt? Ich nehme den mal auf. Und schmeißt ihn auf den Stein, den Wichser. Ja, dann baut er ab. Wenn ich ihn halt hinschmeiß. Ja, okay, macht das dann der andere auch, oder was? Der Kleine? Komm her. Nee, die können es doch nicht mit dem Level. Nee, können die nicht. Okay, okay, gut. Echt so wie Siedler, hä? Was? Große Kiste echt bauen, so eine Scheiße. Ah, ich weiß, was ich mache. Dann habe ich die Mazzina in der Tasche. Ich höre jetzt einfach bei uns eine ab, dann habe ich sie in der Tasche. Wenn ich sie kurz hinbaue und wieder wegnehme, habe ich die Mazzina. Genau, das war gerade mein Plan mit dem Whirlpool. Gell? Geht aber nicht, oder? Das hast du doch nicht in der Tasche noch. Warum sehen wir dann? Aufbewahrung. Eisentruhe. Achso, du hast nicht genug Materialien. Metall. Achso, ich hätte mitnehmen können. Metall aber nicht. Mensch. Ich muss ja hier auch eine Kiste hinbauen am Anfang. Oder du kannst auch hinwerfen. Die looten es ja. Hier ist noch so ein Tom-Putzi. Brauchen wir den hier? Ah, was macht der hier? Der transportiert nur Sachen. Ja, da können wir ihn ja hier wegnehmen und zum Bergbauen holen. Ja, zum Malochen. Hast du mitgebracht, Dings? Erz? Nee, oder? Nee. Dann mache ich das schnell. Ah, ist aber die. So, die. Die Kiste steht falsch. Du spawnst auf der anderen Seite. Okay, oder ist es so, wie du da stehst? Spawnst du genauso? Kein Schimmer. Oh, okay, da müssen wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen, ist wichtig. So, das holen wir mal hier. Schnellreise. Nee, du spawnst immer hinten. Da müssen. Und hier ist keine Kiste Range, auf beiden Seiten nicht. Du spawnst immer hier.
Also nicht da, wo die Kugel ist, sondern auf der anderen Seite. Immer hier spawnst du. Genau hier musst du deine Kisten hin. Okay, du bist der Kistenbeauftragte. Ja, ich muss nur dieses Metall. Tut das hier keiner reintragen? Was? Drüben haben wir die fleißigen Pinguine. Und hier interessiert jetzt kein Schwein, wenn ich das fallen lasse. Dass diese Arbeit. Gleich mal hochschrauben auf Blizzard-Mitarbeiter. Dann sehen sie, was sie davon haben. So. Alter, wie sie alle kommen und das Ding aufbauen. Ist ja kein einziger Transporter? Doch. Okay. Passt. Metall brauche ich. Max, go. Hat das geklappt mit dem, dass du das in der Tasche hast und nur die Blaupause baust? Ja. Optimal. Blaupause aufgestellt, Blaupause abgerissen, zack, auf Tasche gehabt, weggeportet. Optimal. Sammelt das echt keiner ein? Krass, ich hab jetzt schon eine Stunde das Erz zu liegen. Sammelt keiner. So ein Arsch. Dann baue ich hier eine Kiste. 15 Metallbahnen für eine Kiste. Yo. Aber dann mache ich halt speziell die Kiste hin. Warte. So. Kann nicht gebaut werden. Zu nah am Boss-Bauwerk. Oh, du kannst beim Portpunkt. Okay, warte. Vielleicht so. Mal probieren. Hier. Aber ja, eine Kiste ist ja größer. Jetzt erst mit der einen Kiste. Und dann mit der anderen. Warnung. 15 Metallwaren, genau. Kann aber nicht auf die Kiste zugreifen, wenn ich mich hier importe. Ich kann nicht gar nicht so nah dran bauen. Das geht gar nicht. Das funktioniert ja auch nicht. Also ich habe mich jetzt mal so voll weggeportet. Aber kannst du hier zugreifen? Auf die Kiste rechts? Näher geht's ja nicht. Wegen dem Limit. Oder ich sehe eigentlich nur deine Viecher, ne? Ja, ich sehe die Scheiße die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie man die wegmachen kann. Ich kann die nicht wegmachen. Achso, ich könnte ja in die Kiste tun. Und da habe ich noch eins geworden. Ich könnte ja in die Kiste tun, aber dann leveln sie ja nicht. Scheiße. Egal, Pech gehabt, den sie jetzt auch. Ne, ich hab's einmal fallen gelassen und wieder aufgehoben. Genau, und dann kannst du dich ja drehen. Habe ich auch so gemacht. Ich probiere mal die Metallkiste, die kann ich jetzt bauen. Vielleicht kann ich die ja. Ist die ja größer, kann man mehr zugreifen. Ja gut, dieser Zwischenschritt kurz fallen lassen, ist egal. Ja, so, ich stehe hier. Ich kann die Truhe nur so bauen, dass ich hier so hingehe. Ja, das ist halt das nächste hier, das geht halt wirklich nicht viel näher. Weil das ist doch scheißegal, wir holen halt 1000 Erz und da kann man einmal kurz droppen. BC weg. C? Da.
So, liegt der erst im Pool, ich glaube, ich bin. Ja, aber dieses Erz da hinten holen die nicht. Das Erz spawnt und die holen es nicht mehr. Ja, vielleicht müssen wir da wirklich die anderen Viecher für haben. Ja, aber die können das doch. Ja, aber vielleicht ist es Reichweite oder dies, das, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja, das ist Reichweite nicht im... Ich weiß schon, was du meinst. Okay, jetzt hat sie einer gemacht gerade. Der macht's jetzt. Lol, der steht 10 Meter weg, der macht's von der Range aus. Hä? Der steht ganz weit weg. Der hat's von der Range gemacht. Jetzt macht das auf einmal. Ja, hat er gemacht. Okay. Wird ja noch welche geben mit Level 2 von dem. Auch nicht 4 Stück reichen. Fertig. Ja, ich habe jetzt 4 Pinguine gelassen, das reicht schon. So, weniger Verbrauch von allem. Oh Mann, ich will doch nur die Beeren in das Ding packen und nicht das scheiß fette Vieh aufheben. Das fette Vieh ist bei dir Soulbound, deswegen. Ja, nice. Das ist halt immer noch da. Cool. Ui, der mit seinen Eiern, ey. Elektrotechnik, Frucht, Kugelblitz, Schattentechnik, Frucht, Düsterwelle und Erdtechnik, Frucht, Steinsalbe. Erde, Schatten, Elektro. Ja, halber Schami, der Elektrofuzzi. Wieso macht ihr nichts? Metallbarren 48, nochmal abbrechen. Neu machen. Der Max, go. Achso, du darfst nicht in beiden machen, es geht halt nicht. Also es geht echt nicht. Weil er nimmt die gleiche Matz anscheinend, keine Ahnung. Ach, der ist fertig mit 41? Achso. Achso, deswegen geht er nicht zu dem anderen. Der ist fertig mit 41. Ah, ich verstehe. Technologie, irgendwas noch mit dem Level hier? Machen wir das so. Also ich habe diesen scheiß King Packer Sattel gebaut, aber weiß nicht, ob das wichtig ist. Achso, 100 hat er hier, diese Bruchstücke. Der braucht ewig, der Typ. So, drüben steht halt eine Metallkiste nur noch. Nein. Oh Gott, was ist denn jetzt? Geh weg mit dir. Nicht anheben. Geh doch, piss dich. Ich will diesen scheiß Futterdruck mal noch ein bisschen Beeren holen für die anderen. So. Ich glaube, so eine Schnellreise habe ich auch noch keinen Game. Das war wirklich so schnell. Und herreisen kannst. Ja, ist krass, ne? Ja, Wahnsinn. Warum ist denn hier nur noch ein so ein Maywing, wie der Typ heißt? Kannst du. Du hast den bei dir mitgenommen, tu den mal hier rein. Ja, der ist in meinem Base-Team hier, hä?
Base Team, Maze Team, also. Mir wurscht, der muss mal laufen. Der ist überall besser. Nur nicht bei dir. Was brauchst du für eine Wolfsattel? Mal gucken, was wir da brauchen, warte. Wolfsattel, da kann ich bauen. Oh ja, 20 10 Leder, bla bla. Ja, ja. Zack. Eine Menge Zeit brauche ich dafür, weil das dauert ewig. Ja, ich glaube, da bin ich nicht drauf. Da soll jetzt gefälligst irgendein Hoshi kommen, der das mitmacht, der. Warte, ich wollte, bevor ich es vergesse, ich wollte diese Typen austauschen. 1:1. Habe ich noch ein Äffchen? Äffchen wird getauscht. Der Tomcat von mir hat die Fähigkeit Drachengeborener. Dracheneingriffschaden plus 10%. Geil. Die haben wirklich viele Fähigkeiten. Da blickst du nicht durch, ja. Ey. So, noch so ein. Und das eine Plüschi, was ich habe, heißt, hat Drachentöter. Ja, auch angenehm. Dann dieser eine Typ hier. Tauschen. Der ist auch depressiv. Gibt es einen nicht-depressiven von denen? Und so ein Ding. Ist auch falsch. Können wir nämlich gleich nochmal auf Tour gehen? Ja. So, ich habe jetzt hier alle Depressiven raus, einfach 1:1 gegen die gleichen getauscht. Alle sind sie munter und richtig fix bei der Arbeit, steht bei dem einen. Ja, das ist der, der da liegt und schläft und kalt macht. Der ist richtig fix bei der Arbeit. Ja, das ist ja mein Job, ne? Oh mein Gott, wie geil. Achso, das Ding läuft noch. Ah, warte. Ich wollte nur die Kost tauschen, sonst vergesse ich es noch. Ah, da hilft ja sowieso die Dame, die ist eine nette. Bitteschön. Ja, danke sehr. Hast du Wolf? Oder brauchst du? Ich habe so einen Low-Level-Wolf. Ja, der levelt schnell. Die sind low, gell? Ja. So, wo müssen wir denn hin? Wo entdecken wir denn? Wollen wir nicht noch irgendwas boxen oder so? Also das Gescheit. Höhle, Boss, irgendwas. Ist keine Lösung. Das ist nicht immer die einzige. Aber manchmal ist halt hier, ist es ein Gewaltverstärker, also nee, Meinungsverstärker. Und da meine Meinung die richtige ist, also müssen die Leute das ja wissen. Wir wollen. Es gibt überall noch so Dungeons, so eine Scheiße. Ganz viel. Was ist denn mit Level. Achso, 28 ist vielleicht fies, oder? Petalia. Ich glaube, 28 kriege ich gut auf die Presse. Level 17 Azurrobe. Ich habe den nicht gefunden, ich war vorhin da, also schon mal. Im Wasser anscheinend. Das können wir beide hinkriegen, ne? Ne, wir wollen am Tour gehen. Wir wollen was suchen. Achso, ich dachte, wir wollen Bosch probieren. Wir wollen vorher noch mal suchen. Das Skelett. Okay, krass. Ihr glaubt, die anderen sind fertig. Dann importen wir zum Schmetterlingswald, oder was? Sag ich dir gleich. Nur so kleinere? Ich glaube, das ist die größte Insel, oder? Aber es ist ja im Fog of War. Dann sehe ich das ja nicht so richtig. Ich glaube, wir wollen uns erstmal zu dem roten Quatsch da porten. Zu dem verlassenen Kirche. Jawohl. Bin mir nicht ganz sicher, aber man kann ja erstmal.
Mit meinem Direwolf. Zack. Hier geblieben. Hast du Sphäre? Ich habe 70-50. Blau, grün. Ich habe 87-5. Okay. Reicht. Wieso willst du eigentlich nicht auch so ein Fliegeviech da haben? Wie bei mir. So vier. Ja, demnächst mal so eine Armee schaffen. Ich habe vergessen, ich wollte noch den zweiten Ding hin tun zu der anderen, zum Erzteil da, weil es nur noch einer da ist. Ich habe ja auch noch einen. Glaube ich. So, den von unserem Hauptlager wollte ich umlagern. Und das Viech, gell? Kann auch schön springen. Ja. Richtig, Arc-Vibes hier. Und läuft auch noch schnell, wenn es Ausdauer regeneriert. Please don't go. Hey. Mach mal. Yay. Warte, ich will doch mal da hoch. Östrosium, boah. Geil, Mann. Hallo. Ja, ich kenne es, wenn ich suche, wenn ich. Du suchst ja. 75 Meter. Haben wir da schon einen Spawn? Ja, haben wir schon. Ne, den habe ich noch nicht. Ach, das ist hier der Penguin. Das Elden Ring Ding? Der große Penguin. Ja, guck mal, schau mal, jetzt geh mal da hoch und sag, das ist nicht Elden Ring. Hier schon mal erstmal der Aufstieg. Und jetzt geh mal links. Und ne, rechts ist er, sorry. Hier. Geh mal hier hin und schau mal, wie das ausschaut. Ja. Auch diese liegenden Säulen, die dann auch sich bewegen normalerweise und schon mit den Augen. Schau mal hier. Ja. Also wenn das nicht Elden Ring ist, Alter, da weiß ich auch nicht. Wild. Dann machen wir den, holen wir den für dich. Der hat nur vier Pinguin-Ads und ist total easy. Also der ist nicht schwer. Aber er despawnt, wenn du die Pinguine anscheinend zuerst tötest, die Ads, also muss man ihn machen. Selben Gegner angreifen. Ich hab da mal Ad gedrückt halten wollen. Das ist alles Elden Ring hier. Ja, natürlich! Deswegen! So, einfach drauf, also er fängt schon an, okay? Oh, du musst dann holen. Kuh. Ich kann für dich ja. Achso, okay. Mach mal, dass meine nicht mehr angreifen sollen. Angriff einstellen. Hast du? Easy. Okay, ja. Dann die Ads noch und was. Ich drücke um die Taste B, ich muss 4 drücken, Alter. Dieses Rad zu drücken im Kampf ist immer sehr stressig. Ich drücke halt zu 100% immer zuerst B. Nö. Nee. Weil ich ja B gewohnt bin, nicht die Taste 4. Ja, und ich bin auch mit meinem Flieger hochgeflogen, hier ist halt nichts. Weil der Boss immer despawned ist. Ja, der war cool, der Typ. Ja. Kommt in einer Stunde wieder. Witzig gemacht hier. Das ist halt echt geil, dass er nicht stehen bleiben muss beim Regen. Hammer Viech. Hier ist noch so ein grüner Knubbel. Oh, wichtig. Und links eine Schatztruhe. Hier die nächste Schatztruhe. So.
Oder Wolf kann nicht hochspringen. Wolf kaputt. Echt cool, Mann. Was ist das überhaupt für eine Engine? Noch gar nicht nachgeschaut. Ist der ein eigener wie bei dem Enshrouder oder was? Na gut, hier waren wir ja. Was ist denn eigentlich hinter Elisa, Elisa B? Keine Ahnung. Gibt da noch weiter oder ist der Ende? Keine Ahnung. Was ist denn eigentlich rechts da? Da ist nichts rechts, okay. Boah, die Status-Infos. Über die zu Hause, dass einer sich ein Päuschen gönnt. Beste. Ach ja. Wieder am Mond sich. Alter, was ist er denn für einer? Warte, achso, der Level 30er Boss. Uff, ich glaube, hier wollen wir nicht hin. Ja, ist das die Elf Himmelsdrache. Elfi dran. Alter, ist halt cute, ne? So ist nicht. Ja. Der Dungeon ist hier, glaube ich, auch. Aber der Dungeon gibt's noch einige. Ich habe vorhin irgendwas. Ich muss da nochmal auf der Karte ein Ding machen. Wow, ich hab den Boss geagrot. Der macht voll Schaden auf irgendwas. Ja, mich? Kriegt der keinen Schaden oder was? Lass ihn mal angreifen. Egal, mal testen. Muss kurz absteigen hier. Ach, nicht die Taste B, Euder. Alter, Feuerball, Wolf tot. Wart man hier am Spawn? Nur jetzt wird's auch noch dunkel, ich seh nichts. Lebst du noch? Ja, aber der Boss steht hier auf K, ne? Ja, bei mir steht er oben ganz fett, aber passiert nichts. Also ich mach 3 Schaden mit der Armbrust an ihm. Ich ein bisschen mehr machen. Ja, dann kommen wir. Was hier bin runter. Ich denn? Ja, steht 22. Da ist aber so ein scheiß Robin ja auch noch. Der Robin ist ja meiner. Ach so. Die Bomben sind deine Bomben, oder? Vom Robin? Ja. Ja, okay, der ist glaube ich verbuggt. Okay, lol. Die Bomben sind schon OP gewesen. Ich mach 10 Schaden. Bomben machen halt immer wieder 10. Jetzt schaut er hoch zu mir. Ist nicht mehr. Was der da kann. Okay, yo, Laser! Oha! Wo ist der? Der hat auf mich hochgeschaut und geschossen. Aber wie krass. Aua. Ich will den mal in Range kriegen hier. 0,14% nur noch. Kann nicht so weit runterschießen hier. Hä, und dann ist es auch noch dunkel. Ich sehe die verfickten Berge nicht richtig. Ich sehe nichts, bei mir ist es total dunkel, Alter. Ich schwarz. Weil ich ja auch im Zimmer hell habe, wegen dem Licht. Ich sehe auch nur den Typen da. Ich hab keine Pokémon mehr. Oh, er kommt auf mich zu! Hey. 0,16% geht's noch zu früh.
Wieso schießen meine denn nicht? Meine machen nichts. 4 zum Befehl, Angriff. 4 unten rechts. Die sind so verbuggt halt anscheinend wie er. Hier ist so eine Gegend. Aber diese Helligkeit ist krass, Mann, hier. 10 Kopfschuss. 11 Kopfschuss. Ja, meine macht nichts. 4, selbe Target. 4, Angriff zum Befehl. Ja, 7 bis 11 macht er, je nachdem. Ich habe noch 5, noch ein paar Schüsse. 54. 33. Ja, wieso meine Viecher greifen nicht an? Ich habe ihn jetzt aktiv gerufen, weil die aktive macht vielleicht was. Oh, der hat ihn zu mir durchgeschoben, SOS. Scheiße. Jo, wo sind. Ich seh nichts, wo geht's denn hoch? Alter, ich seh gar nichts. Es ist dunkel, ich seh nicht. Sind hier Wände oder was? Keine Ahnung, ich seh nichts. Hier. Hier oben durch. Der ist gerade neben mir. Der speit Feuer auf mich. Der eine ist tot, ich mach den nächsten noch nicht raus. Nur wenn sie draußen sind, machen sie jetzt auf einmal was. Siehst du ihn? Dann machen wir da Licht. Ich muss dann noch ein bisschen weiter schießen. Der ist jetzt oben im Berg. Ja, jetzt kommt der durch die Wand. Ja, nur noch ein bisschen. Ich Pokéball können wir ja gleich werfen. Außer er settet jetzt. Also nee, warte, da ist er. Hm. 4%. Okay, jetzt war wieder richtig, lol. Wow, das ist nicht gut. Ach, du hast so einen benutzt, du sagst. Ich hab so einen gelben benutzt. Ich seh's. Einen habe ich davon noch. Mein Touch hat nicht nachgeladen, natürlich. Warum soll er nachladen? Alter. 5%. Er lädt nicht ab! Ich muss gerade nicht machen! Und der Bot schießt! Alter, ich bin am Boden. Ich brenne. Er ist im Pokéball. Weißt du gar nicht, wo du bist? Seh dich nicht. Ich lieg genau bei ihm. Achso, ich halte in dem Ding, wenn es geht, warte. Tot. Okay, bin tot. Unter die Erde gefallen. Im Wasser. Du hast ihn gefangen. LOL! Oh mein Gott, antike Technologie. Oh mein Gott. Wirklich. Scheiße, Double K.O. Oh krass. Haben wir dann Port dazu wieder vor irgendwo? Oh, wir haben dann eine ganze Ecke keinen Port. Ja, dann holen wir uns einen Wolf einfach. Ich habe ja noch Wölfe, warte. Ja, ich habe hier auch noch eine Tasche. Ich habe mich nur irgendwie falsch geportet. Halt, HP sink, wir müssen kurz rein. Kurz Nickerchen. Einmal schlaf. Hey, ich hab den Elfi dran. Als im Team. Das ist doch der, oder? Ja. Ich hoffe, das bleibt noch das, mit dem, das der Loot. Das ist halt Echtzeit, ist die 2 Stunden. Nicht nur hier im Spiel. Ding ist, ich muss den Boss, glaube ich, hier lassen, oder? Ja.
doppelten Wolf? Okay, von mir. Also der Boss ist, lass mal hier. Level 22 ist er nur. Wir können uns nach oben porten oder nach unten. Das ist egal, ich habe gar nicht geschaut noch. Da ist mein X, ach so. Nach oben und dann runter, oder? Straße runter. Bei der Zentralsee. Genau. Unter die Biene. Machen wir zuerst die Biene schnell, da holen wir Loot. Easy. Ja, ja, ja. Komm schnell her. Level 9 Wolf. Jetzt müsste es halt schon auf der Karte stehen mit dem Loot, aber steht da bestimmt nicht. Welche Richtung ist das jetzt? Hier? Glaube ich richtig? Richtung Wasser. Ja, weil hier der See ist, ja. Okay. Oh, wie geil! Hier kann man Jump and Run spielen. Hier sind irgendwelche komischen Viecher da. Jo, wie geil! So, der kann nicht mehr springen, wenn. Kann er schwimmen? Ja. Die Stamina alle. Ja. Und er trinkt das Vieh einfach fast. Ist aufpassen hier. Hier hochklettern geht eh nicht, ist zu hoch, oder? Aber hier lang geht. Hier sind da wieder so eine verrückten Tempeltypen. Von denen hier sind? Überhaupt? Das mit dem Geld war eine gute Idee, aber leider. Hier sind halt alle von denen 22, 23er Level. Oh mein Gott, wie krass. Ja, wenn hier was den Wolf trifft, ist der Wolf halt weg, ne? Meiner ist Level 9, deiner ist 7, ja, okay. Ja, ja. Wir sind schon eiskalt dran vorbeigelaufen. Es war ja auch Nacht, das ist ja nicht wiederzuerkennen am Tag. Hinten sind unsere Strahlen. Aber jetzt ist das so eine hohe Klippe. Ja, ja, das habe ich ja gemeint. Da kommen wir nicht hoch. Ich dachte, du reitest ringsherum. Aber die Klippe ja, können wir hoch ohne Wolf. Zwischenstation und so. Ja. Ja. Oh, das ist kein. Okay. Ja, okay. Noch gesehen, ja, Feuer. Aber die Fähigkeiten vom Boss waren heftig. Der ist nochmal da. Hallo. Ja, was nochmal machen? Hat er für uns beide gezählt eigentlich? Keine Ahnung, für mich hat er auch gezählt. Also das Item, nicht das, ne? Ja, doch, der Haken ist da. Der Haken, das ist der Progress im Endeffekt. Jawohl, was mache ich jetzt nicht mit dem anderen Wolf hier? Ich kann den ja. Welches ist denn deins und meins jetzt? Keine Ahnung. Hier, Lab-Zug habe ich nie gehabt. Robin Quill ist es deins. Ja. Man sieht immer, kann ja die Tiere sehen, bevor man sie einsammelt. Achso, man kann alle einsammeln. Anscheinend sind sie dann. Und der andere kommt automatisch dann nach Hause. Anscheinend. Ja, gut. Ja, genial, also jetzt gescheit am Tag. wieder auf den Wolf und hier weg, ne? Weil da oben war noch ein Portpunkt. Irgendwo hier, andere Richtung. Achso, ich hab jetzt den kleinen Wolf. Ja, ich habe auch den kleinen noch. Nee, deine 17. Deine war vorhin 7, oder? 7. Ach, du bist ja, das war gerade so drüber gehauen. Ja, ja. Wo ist denn das hier überhaupt? Achso, das ist wieder falsch richtig. So schlimm mit diesem Pfeil auf der Karte. Nee, das ist das erste Mal bei solchen Spielen, dass es nicht echter ist. Normalerweise drehst du dich und drehst du dich mit. Ja. Dann müssen wir nochmal so ein Stück Wand kraxeln. Ja, der Boss ist wieder gepult. Leck mich doch am Arsch. Der wird jetzt nicht hier hinkommen, oder? Nee. Einfach Spider-Man. Einfach von der Spinne gebissen.
Ach so, der andere Wolf geht ja gar nicht, der ist tot. Ja, da ist schon ein Portpunkt. So ein Schattenmonster ist bei mir verschwunden. Easy Portpunkt. Konnte er da nicht hinspringen? Wo ist der jetzt? Ach da, okay, dann können wir die Straße ja weiter hochgehen und gucken. Ich wollte gerade sagen, können wir eigentlich noch ein bisschen schmökern, ne? Ja, ja, na klar, wir haben nichts gemacht, Rüstung beschädigt, aber Knochen brauchen wir. Ganz viele. Ich sehe aber keine so Viecher, das sind also so dünne fliegende Teile, aber kein Knochen. Hier ist hier Leder. Hier ist auch gut. Knochen, Mochen, Schmochen. Hier ist so eine komplette Sumpfgebirgsgegend. Jo. Hier, irgendwas leuchtendes, Kiste. Megasphäre, Gigasphäre, uiuiui, okay. Oh, willst du da rüber? Oder kommen wir von da? Achso, du, an dir vorbei, hier, da. Achso, da. Ja, keine Ahnung, hier ist das so sumpfig. Das finde ich, sieht hier schicker aus als da drüben. Wir sind dann hinter der Biene, oder? Bist du ja, jetzt? Ja, wenn wir da, also da wo du hin willst, ist hinter der Biene. Und ich gucke hier auf so Mangrovenkram. Also guck ach, mal, ach so, uha, ja, anderes Dings da, weißt schon, ja, ich weiß, Jo. Jawohl. Schlangen und so eine Scheiße. Was sind das? Das neue? Haben wir die schon? Ne, die haben wir nicht. Muss auf Blau wechseln, oder? Und hier ist erstmal ein Ei. Lass mal das Essen rein, sonst verhungert die andere. Überlegt die draußen lassen? Wie hoch sind die denn? Zwei. Oh, ja, doch, draußen lassen. Moment, B. Nee. Ach, vier. Gleiche Ziel angreifen. Wir können, müssen ja nicht die vier da holen. Gibt ja noch mehr hier von denen. Cool, Mann. Die sind da. Ich bin woanders hin. Damit wir nicht die. Achso, du bist auch da. Da hinten ist noch ein Punkt. Hier ist ein Punkt. Ja, ja, genau. Ich habe den leuchten sehen, ey. Ja, ja. Und dann habe ich oben hingeschaut. Also, geil, Mann. Beide Adlerauge, sag ich. Links Ei. Hängt im Baum, so richtig wie Nest. Am Nest im Baum, okay, krass. Geul. Grünbatsch. Grünbatsch. Sind die böse? Hier ist noch so eine Sphäre. Saftiges grünes Ei. Die sind lieb, die Goblins. Und da ist noch so ein Postportpunkt wie der Pinguin. Jetzt sind die auf einmal aufmerksam geworden. Hast du die gehauen? Nee. Da ist noch ein Ei. Sphäre der Kühnheit. Kiste, Munition. Oh, Boss Level 30 ist da drin, okay. Aber schauen wäre doch nicht schlecht, oder? Weil wir E-Port hier haben. Das ist ja Level 20 irgendwelche Bienen. Oh, was? Hier ist irgendwas Fettes. Der Typ da, den habe ich schon mal. Nicht schon mal gesehen? Was ist für einer? 26. Geil. Ich will, den hatte ich nicht gesehen. Ich war auf der anderen Seite bei der Bienenarmee hier. Ich probiere mal. Ich schieß mal einfach mal. Ja, mach mal. Bestimmt ist das dann ein Boss auf einmal wieder. Er lädt noch nicht nachgeladen jetzt. Wow. Achso, der andere schießt. Okay, ich dachte schon, er schießt. Ich am Dodgen. Oh, der neuner Reiter ist mit drauf gegangen, ne? Ich seh's, ja. 114 Schuss ist umgefallen, oder was? 25.
Stopp, stopp, Ball! Ball! 10%. Ne, B. Angriff einstellen. Ich drücke immer B, Digga! Warum drücke ich immer B? 11%. Ich probiere mal einen gelben. Ich habe nur einen. 40%. Gelb. Sechs auf 59? Ja, hab's. Easy. Mozander, eine wahnwitzige Kraftexperiment, konnte 3000-seitiges Telefonbuch Melos auseinanderreißen. Man kann vom Glück reden, dass dieser Pal ein Pflanzenfresser ist. 3000-seitigen Telefonbuch hat er da auseinandergerissen. Na, guck mal, hier, das sind hier die Base Mobs. Hier sind noch zwei. Achso, das sah mir aus wie so ein spezieller. Ich habe jetzt keine Reittier mehr. Beide Reittiere, der Death. Hier sind noch irgendwelche komischen Mückenviecher. Da oben ist auch noch einer. Geil. Hier ist ein Boss links von uns. Ach, das ist ja sogar der War. Das ist das Ding drin. Der War-Sekt. Ich guck mal, was hier so ist. Ich kann ja rumkriechen hier. Schöner See. Wir müssen doch irgendwas mit Knochen finden. Ist die ganze Welt voller Knochen? Hier haben wir auch Knochen. Wild. Alles mit Knochen. Ja. Und hier oben, ich sehe noch nichts Richtiges. Oh, da ist so eine Burg. Diese Psychos wieder. Du bist da hochgeklettert. Ja, ja, wenn ich jetzt schon keinen Wolf habe, kletter ich einfach hoch, na klar. Kann ich gucken, weißt du? Und der Wolf Freiheit genießen. Ich frag mich, ob man irgendwann umskillen darf. Dann würde ich vielleicht das Angriffstempo nicht mehr skillen, also das nicht Angriffstempo, das. Das Arbeitstempo. Genau, genau. Jo. Diese Geräusche, wenn sie da kriecht. Ich schaue in die Richtung. Ich muss aber in Schwarze schauen. Da, wo die. Wo schaue ich denn Schwarze? Durch das Tor durch, oder was? Hier? Nee, falsch. Links hoch muss ich schauen, oder? Da, wo die Sumpfdinger sind, oder wo? Ja, doch, da ist der Schwarze. Wir können doch auf der Straße bleiben. Rechts oder geradeaus? Ich flieg mal kurz rüber hier.